wenn die das nicht gelernt haben, gibt es keine Demokratie. Oder Liebe in der Pädagogik. Und jetzt müssen wir noch einen Schritt gehen und müssen sagen, verstehst du? Also, wenn du das Gefühl gehabt hättest, dass die Lehrer es gut mit dir meinen und du das Gefühl gehabt hättest, dass die auch liebevoll mit dir umgehen und sich überlegen, was sie da tun, hättest du keine Angst gehabt. Also das heißt, das Problem ist die Lieblosigkeit. Und jetzt habe ich in der letzten Zeit so einen Satz gefunden, der mir sehr gut hilft, Menschen in ein Dilemma zu bringen, wo die dann selbst die Lösung finden müssen. Auch Menschen, die im pädagogischen System sehr zu Hause sind oder auch Manager, Führungskräfte. Und da heißt es immer wieder, ihr habt doch ein Interesse daran, dass sich der andere entfaltet. Das sagt jeder Lehrer ja. Und Führungskraft auch. Und dann sagt man, und dann kann man ein bisschen erklären, was man alles tun kann, dass sich ein Mensch entfaltet. Haben sie meistens selber schon irgendeine Idee. Und Entfaltung heißt ja immer, dass bei dem anderen der Horizont aufgeht, dass der Blick aufgeht, dass er aus seiner Enge rauskommt, dass er sich auf eine neue Erfahrung einlässt, dass er sich was Neues aneignet, dass er was. So, das ist dann Entfaltung. Da blüht was auf. Es ist keine Entfaltung, wenn ich eine Sportart betreibe und die immer weiter, bis ich immer höher springen kann. Das ist eine Spezialisierung. Das hat mit Entfaltung nichts zu tun. Entfaltung ist immer, ich habe den Wunsch, und wo kann man sich das mehr wünschen als bei der Begleitung von Kindern, dass denen der Blick immer wieder aufgeht. Dass dieses, am Anfang ist er ja schon ganz weit auf und da muss man alles tun, dass der nicht enger wird. Also geht es um diese Entfaltung und es geht natürlich um die Entfaltung nicht nur von den drei Kindern, die meine eigenen sind, sondern wenn ich ein bisschen in dieser Welt zu Hause bin, geht es mir um die Entfaltung aller Kinder oder als Führungskraft um die Entfaltung aller Mitarbeiter. Das heißt, dieses Interesse an der Entfaltung ist bedingungslos. Ne? Nicht nur die mir gefallen, auch die anderen sollen sich entfalten. Ich bin bereit, alles dafür zu tun. Und diese Definition von Liebe, die ich jetzt gefunden habe, heißt, Liebe ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des anderen. Wow. Und damit kann man plötzlich Türen aufschließen. Und das bedeutet, so kommen die dann. Da ist eine Dozentin von der Pädagogischen Hochschule, die dann zu mir kommt und sagt, aber wir tun doch alles, wir wollen doch, dass die Kinder sich entfalten. Ich sage, das ist doch wunderbar, wenn sie das so machen. Wo ist denn das Problem? Ja, ich kann doch nicht meinen Studierenden, die da Pädagogik studieren, sagen, dass es darum geht, dass man die Kinder mag und dass man sie liebt. Ich sage, ja, aber wenn Sie sich mit allem, was Sie haben, darum kümmern, dass die sich entfalten können, dann können Sie das doch auch Liebe nennen. Warum machen Sie das nicht? Und dann merkt man, das geht nicht in Ihren Kopf, weil Sie eine Vorstellung von Liebe haben, die so bescheuert ist, dass Sie das einfach nicht verwenden können. Die haben sich genauso wenig, wie Sie sich Gedanken gemacht haben, was Bildung sein soll, haben die eine Ahnung davon, was Liebe ist. Und dann schnappe ich sie mir. Und dann sage ich, aber Sie haben doch einen Mann zu Hause. Ja. Und dann frage ich nicht, ob sie den Mann lieben, sondern ich frage die, ob sie denn das Gefühl hätten, dass der Mann sie liebt. Und jetzt haben die das im Kopf. Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen. Und dann fällt ihnen auf, das kann nicht Liebe sein, was der da macht. Aber wenn ich sie selber fragen würde, ob sie den Mann lieben, dann könnten sie sich noch was vormachen. Aber in dem Augenblick, wo das so rumgestellt ist, fallen die um wie die Fliegen und sagen, mein Gott, was machen wir denn dann zu Hause? Und dann sage ich, ja, was Sie zu Hause machen ist, Sie versuchen sich eine heile Welt vorzugaukeln, sitzen Händchen halten auf dem Sofa und wollen miteinander glücklich sein. Aber darum geht es nicht, dass man miteinander das Glück genießt oder die Freizeit oder die Kreuzfahrt oder den Urlaub. Das ist uns hier eingeredet worden, dass das Leben dazu da ist, dass man frei hat vom Leben und dann das Leben genießen kann. Das muss sich irgendjemand ausgedacht haben, der davon lebt, dass wir so blöd sind und das glauben.
Und dann kann ich sagen, ja, worum geht es denn dann mit dem Leben? Und dann kommen wir auf eine ganz andere Schiene, weil dann geht es darum, dass wir in jedem Moment unseres Lebens versuchen, unseren eigenen Horizont aufzumachen und allen anderen, mit denen wir zusammen sind, zu helfen, dass die auch den Blick aufkriegen. Und das sind wir, wenn wir das so rumdrehen, sind wir auf einer völlig anderen Ebene angekommen. Und ich habe das Gefühl, dass das, was der Einstein da gesagt hat, dass man die Alten, dass man das nicht mit denselben Denkweisen ändern kann, wenn es daneben gegangen ist, mit denen man es erzeugt hat, dass das der Schlüssel ist. Also wir können noch endlos darüber diskutieren, wie wir das Schulsystem ändern. Ich würde damit aufhören. Ich würde darüber reden, ob wir nicht vielleicht unsere Menschen, die sich um junge Menschen kümmern, fragen, ob sie denn wirklich ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung dieser jungen Menschen haben. Und dann müsste ja mancher auf einmal zugeben, dass er das nicht hat, weil er das Kind in dieser Weise behandelt, dass der Horizont zugeht. Wenn ich einem Kind Angst mache, einem Schüler Angst, das ist doch keine Erweiterung, das ist doch keine Entfaltung, das ist das Gegenteil davon. Angst macht eng, Liebe macht weit, ganz einfach. Damit du aber diese Gesellschaft öffnen kannst und aufhören kannst, die durch sowas Autoritäres zu lenken, müsstest du ja die Menschen befähigen, mit der Freiheit umzugehen. Das ist das, was der Kant meint, selbstverschuldete Unmündigkeit. Wenn die Menschen nicht in der Lage sind, mit dieser nicht mehr vorhandenen Ordnungsstruktur selbst dafür zu sorgen, dass sie sich selbst regulieren und ihr Leben so einrichten, dass es für sie, aber auch für die anderen gut ist. Wenn die das nicht gelernt haben, gibt es keine Demokratie. Dann wird das Chaos. Und das ist das, was wir im Augenblick haben. Dann ist das wie ein Unkrautfeld, wo keiner mehr da ist, der Ordnungsstrukturen reinbringt. Und deshalb ist das mit der Bildung und dem ganzen Bildungs- und Schulsystem gar nicht so was Witziges. Also sowas, was man nice to have machen kann, sondern hier hängt unsere Zukunft ab, wenn wir nicht demokratiefähige junge Menschen in die Welt entlassen, sondern solche, die verzweifelt über dieses Schulsystem sind und so sitzen, dass sie gar nicht mehr können. Mit denen kann man keine Demokratie aufbauen. Das geht nicht. Und das ist ganz bitter. Und das spüren sie jetzt. Das heißt, es ist kein Aufstand der Jungen, sondern das ist das Zeichen, dass wir ihnen keine Hilfen gegeben haben bei der Herausbildung eines inneren Kompasses, der sie lenkt. Und deshalb brauchen die eine äußere Ordnungsstruktur. Und deshalb werden sich dann eine Zeit lang erstmal noch die Befürworter von harten Maßnahmen durchsetzen. Und mit den harten Maßnahmen verhindert man wiederum, dass die eine eigene innere Erfahrung machen mit Selbstverantwortung. Das ist richtig bitter. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir uns fragen, was überhaupt Gefühle sein sollen. Weil da versteht ja jeder was anderes drunter. Das fragen wir den Neurobiologen und der sagt, Gefühle sind Ausdrucksformen von Bedürfnissen. Also wir haben Bedürfnisse und zwar im Wesentlichen nur diese zwei, Verbundenheit, also Essen, Trinken und sowas auch noch, aber das Bedürfnis nach Verbundenheit und das nach Autonomie und Entfaltung. Und jetzt kann ich fast alle Gefühle nehmen, zum Beispiel Eifersucht oder Wut, und kann fragen, was bringt denn dieses Gefühl zum Ausdruck? Eifersucht bringt zum Ausdruck, dass ich eine Verbundenheit wünsche, die offenbar in Frage gestellt ist. Wut bringt zum Ausdruck, dass ich einen Gestaltungsakt eigentlich anfangen wollte, den ich jetzt nicht gestalten kann, und deshalb werde ich ganz wütend über denjenigen, der mich daran hindert, das zu tun. Und so kann ich jetzt jedes einzelne Gefühl nehmen, und dann heißt es geht nicht darum, dass wir mehr fühlen, sondern es geht eher darum, dass wir einander helfen zu verstehen, welches Bedürfnis da zum Ausdruck kommt, wenn ein Kind vor uns steht und völlig verzweifelt ist. Was ist das für ein Bedürfnis? Und dann kann ich mit dem Kind versuchen, dieses Bedürfnis zu lösen. Also hier haben wir so ein Beispiel, völlig verzweifelt und hat das. Und was ist das Bedürfnis, was sie möchte? Natürlich gesehen werden von dem Lehrer. Und sie möchte aber auch zeigen, dass sie was drauf hat und dass sie ein autonomer Mensch ist und nicht behandelt werden wie so ein Kühlschrank mit Bewertungsnummern und irgendwas. Und deshalb glaube ich, dass
ich kann das gut verstehen, nach der langen Zeit, wo wir so kognitiv das Pendel darüber gezerrt haben, dass man jetzt sagt, jetzt müssen wir es aber emotional. Und ich fürchte nur, dass das nicht gut ist, dass das nicht entweder kognitiv oder emotional, dass das nicht die Frage ist, sondern wie kriegen wir das Emotionale und das Kognitive so zusammen, dass sich das nie wieder trennt. Weil das ist das eigentlich die größte Gefahr bei jeder Form von Begleitung von Kindern ins Leben in unserer Gesellschaft, dass wir den Kindern, obwohl es natürlicherweise fast nicht möglich ist, dass wir die in Bedingungen bringen, wo die lernen müssen, das Denken, das Fühlen und das Handeln voneinander abzutrennen. Das ist kein natürlicher Prozess. Normalerweise wäre das immer eins. Aber ich kann ja mit meinem kleinen Sohn überhaupt nicht an einem Bettler hier in Leipzig vorbeigehen, ohne dass ich dann sage, du, wir können nicht jedem was geben. Er hat dieses Gefühl, dass das nicht, der guckt mich fragend an und ich kann ihm keine gute Antwort geben. Und zerre ihn dann weiter und erkläre ihm dann um die Ecke, dass das, naja, eben, ne, was man da so erklärt. Er kriegt anstelle dieses Bedürfnisses, sich um diesen Menschen zu kümmern, kriegt er von mir eine kognitive Erklärung. Das ist ja furchtbar. Und da haben wir dann später im Leben unglaubliche Mühe, das Denken, das Fühlen und das Handeln wieder zusammenzukriegen. Ich kann einen anderen Menschen nur mögen, in dem Sinne, dass es ein unbedingtes Interesse an dessen Entfaltung gibt, wenn ich mich selber mag. Und wenn wir jetzt feststellen, dass es so viele Menschen gibt, die lieblos mit anderen umgehen, dann würde ich sagen, das ist ein Zeichen dafür, dass es einfach viel zu viele Menschen in unserem Land gibt, die sich alle selber nicht leiden können. Und dann darf man die Frage stellen, warum ist denn das gekommen? Warum haben die denn angefangen, sich selbst nicht mehr zu mögen? Und da habe ich da bin ich jetzt auf der Suche. Da fängt es jetzt wirklich an. Das ist Wissenschaft. Nicht diese Amygdala und irgendwas, sondern das zu suchen, was einem Menschen sagt, dass das jetzt nicht in Ordnung ist. Was ist denn, wenn ein Mensch sich über das, was ihm das sagt, macht, das nicht hinwegsetzt und es trotzdem macht? Und ich glaube, dass wir das alle gelernt haben. Wir sind sitzen geblieben, als wir hätten aufstehen sollen. Wir haben mitgebrüllt, als wir hätten stille sein sollen. Alle haben wir mitgemacht, um dazu zu gehören und haben uns eigentlich selber verraten. Und wenn ich ein Verräter meines tiefsten Inneren bin, was mir doch hilft, Kurs zu halten, dann kann ich mich selber nicht mehr leiden. Und dann fängt es an, spannend zu werden. Und dann müsste man sich wieder mit sich selbst verbinden. Und dann müsste man ein unbedingtes Interesse an der eigenen, am eigenen Wiederaufgehen haben. Und dann, dass man auch wieder sich selbst verbindet. Und die höchste Stufe der Bildung ist das Verstehen. Das hat mit Wissen überhaupt nichts zu tun. Das Verstehen heißt, das habe ich von Kopf bis Fuß, hat es mich durchdrungen. Das hat was mit Stehen zu tun. Und wenn ich was wirklich verstanden habe, kann ich nicht so weitermachen wie bisher. Und darum geht es. Ich muss verstanden haben, was Nachhaltigkeit bedeutet. Sonst nützt das alles nichts. Da kann ich 100-mal auswendig lernen, wie viel CO2 die Leute in die Luft pusten. Und da merkt man, das kann ich möglicherweise erst richtig verstehen, was Nachhaltigkeit bedeutet, wenn ich in den Wald gehe, aber nicht um dort Phenole einzuatmen oder Waldbaden zu machen oder den Wald als sportliche Betätigungsfläche zu benutzen, sondern wenn ich mich darauf einlasse, in den Wald zu gehen und mich von dem Zauber des Waldes anstecken zu lassen und ich mich in den Wald verliebe. Das, was ich da erlebe, diese Verbundenheit mit diesem Wald hat nichts mit der Nutzbarkeit zu tun. Aber das ist das Nachhaltigste, was es gibt. Weil es meine Verbindung zu dem Geliebten sozusagen herstellt. Und dann, wenn man diese Verbundenheit hat, wird man sich auch mit aller Macht darum kümmern, dass das Geliebte da nicht kaputt geht. Sondern, jetzt kommt es wieder, dass es sich entfalten kann. Ist das nicht schön?